Im Moment macht sich das ganz gut hier. Ich glaube, von hier kommen noch welche, ja. Zwei noch, da sind sie, die Schlabutzkis, der ist weg. Und der ist auch weg. So, wir haben noch drei Wellen vor uns. Und ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Ich werde wahrscheinlich viele Granaten brauchen, deswegen nehme ich auch viele. Oder was ich natürlich auch machen könnte, ist den hier stehen lassen, sterben lassen und dann schnell wieder so einen MG-Typen einsetzen, also einen AK-47-Typen einsetzen. Das könnte ich natürlich auch machen. Das sieht ganz gut aus. Also ich meckere jetzt nicht, ich lasse das hier jetzt erstmal so. Der kriegt hier auch ganz ordentlich weg eigentlich, aber ich sehe schon, ein Molotow muss geworfen werden. Eigentlich müsste ich ja auch noch einen hinschmeißen. Das wäre halt gut. Dafür kann man die auch nehmen. Das ist halt ganz gut, damit die hier nicht reinkriechen. Ich werde hier auch den zweiten schmeißen. So, das heißt, sie würden hier rumlaufen. Habe also mehr Zeit, um auf die zu schießen. Ich weiß nicht genau, wie viel, wie lange das anhält hier, ehrlich gesagt. Mach mal noch Granate hier. Okay, jetzt wird es richtig viel hier. Jetzt werden es doch relativ viele. Ich habe eine Dynamitstange, die hebe ich mir erstmal auf. Obwohl, nee. Wenn ich die Welle überlebe, dann bräuchte ich die auch nicht mehr. Buh! So, erst noch einmal hier. Das schmeißt dann hier hin. Fuck! Und dieses Feuer zählt, glaube ich, nicht. Das sind halt nur für die Optik. Diese Feuer zählen, nee, es zählen diese Feuer hier, die man halt mit dem Molotow-Cocktail da fabriziert. Ich hole mir Supply-Kisten. Er kriegt eine, du kriegst auch eine. Bei dem einen, wo ich aufgehört habe zuletzt, ein Video davor, da habe ich dann, irgendwie, ich glaube, jeder hatte 20 Granaten gehabt. Aber ich konnte ja nichts mehr machen, außer diese blöden Kisten holen. Hier irgendwo schimmelt noch einer rum. Kommt er von unten? Da kommt er. Und er ist weg. Gut, jetzt haben wir noch drei Wellen vor uns. Ah! Enemy spotted. So. Ich will nicht gerade, dass wir schnell laufen. Ich brauche unbedingt den Molotow-Profil-Typen hier. Hier kommen gar nicht so viele wie angenommen eigentlich. Diese Kriecher, die sind auch richtig nervig. Oh, 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 oh. Ich sehe den Typen. Ich muss mich sozusagen richtig absichern hier. Wieso kommt denn der ein bisschen nach vorne? Der macht Schaden hier! Oh, er ist weg. Er ist weg. Der kann hier nicht rüber. Wieso kann er da nicht rüber? Shit! Ich brauche sofort 9 Soldaten. So, jetzt nehme ich den AK-Typen hier. 1, 2, 3, komm! Hier, Feuer, Feuer! Scheiße, wieso kommt denn jetzt noch so ein Boss? Oh, schnell nach oben, ey. Puh! Macht den doch weg, ey. Was ist los mit euch?
Noch mehr Granaten, noch mehr Granaten! Zwei Granaten hier. Alter! Und da sind noch zwei Wellen, ne? Zwei verschissene Wellen hier. So, den hole ich wieder hier rüber. Ich kann den... Und du kannst ihn nur einmal heilen. Du kannst ihn nur einmal heilen während der Runde. Das ist ja scheiße. Hoffe ich natürlich, dass er durchhält hier. Oh, was für ein Scheiß. Okay, der hat 11 Granaten, der hat 4 Granaten. Nimm noch ein paar Granaten, die sind wichtig. Ich glaube, mit dem MG kommt eigentlich ein bisschen geiler hier. Ob da nicht noch so ein Boss kommt. Oh Gott, ey, wenn danach noch einer kommt. Habe ich noch Molotow? Ne, ich habe keine Molotow mehr übrig. Und vorher schmeiß eine Granate, gut ist, aber da war ja gar keiner. Noch eine Granate. Hauptsache weg, der Dreck. So, ich gebe noch ein paar Granaten. Ich gebe auch noch mal welche. Und man sieht schon, das wird richtig hart. Und das ist ja eigentlich noch, wie gesagt, Schwierigkeitsstufe leicht hier. Okay, der ist weg. Aber ist ja interessant, wie die auf wirklich alle zielen, die eigentlich vorkommen. Oh! Meine Fresse. Geht richtig ab. Schade, ich hätte gern das mit den Kameratypen gezeigt, aber das ist wohl der normale Spiel, der einfache Spielmodus in dem Sinne. Und das andere ist alles schon wirklich härter. Oh, zwei Wellen noch, ey. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht müsste ich hier hinten einen hinnehmen. Die schießen ja auch hier rüber. Ich denke, ich sollte einen hinstellen. Und dann hier einfach mal zumachen. Okay, ich glaube, ich mache das so. Weil die dann halt bis erstmal hier bis hierher laufen müssen und die sind ja ein bisschen geschützter. Ich habe kein Geld. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gar kein Geld mehr übrig gerade. Hauptsache, ich kann das hier irgendwie zumachen. Ich glaube, bis hier kommen die Zombies nicht ran. Hier den müsste ich dann nach vorne schicken, wenn hier jetzt jemand... Ey, fick dich. Oh Gott, schieß das doch weg. Ich hasse diese blöden Vögel, ey. Die gehen mir auch auf die Zwiebel. Okay, ich heb mir das noch jetzt auf. Bloß dieses Viehzeug weg hier. Okay, Sprung machen. Bloß nicht zu viel verschwenden. ...62 Zombies noch. Na, das wird ja ein Spaß hier. Oh ja, und zumachen, zumachen! Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe die falsch positioniert, aber ich weiß es nicht. Ich sag ganz ehrlich, ich habe die lieber an einer Stelle hier, weil das übersichtlicher ist für mich. Ich werde den jetzt noch nicht heilen, weil ich das vorsichtshalber erstmal aufheben will. 33 Zombies noch. Ich mach noch einmal zu. Muss natürlich ein bisschen weiter hier nach. Ich habe vorher zu weit nach vorne geworfen, da konnten die immer noch rumlaufen hier. Jetzt bin ich etwas besser geschützt. Danach noch eine Welle. Okay, es sind nur 15 Zombies. Ich stehe ganz gut da, denke ich mal. So, eine Supply Crate. Von Granaten. Er hat 11 Granaten und er hat, glaube ich, 8 Granaten. Das reicht. Okay, nee. Sicher, sicher? Komm, eine und eine. So, ich mache noch einmal mit Mollys zu. Aber es halt auch so aus. Ich glaube, da lasse ich die stehen, so ist es besser.
So, zwei Zombies noch, wo ist der andere? Da kommt er. Mal hin. Hält auch ganz schön was aus, ne? So, Bonus von 250. Zu dem Geld, welches ich ohnehin schon für Kills bekomme. Letzte Zombie-Welle. Ich hoffe, ich halte die aus, ey. Wo ist der denn jetzt hin? Ich würde sagen. Wie sieht es denn da oben aus? Vögel, Vögel! Ich hasse diese scheiß Viecher. Ja, und wenn es zu krass wird, man kann es ja auch noch verlangsamen hier und kann dann halt, hat man etwas mehr Zeit zum Überlegen. Aber natürlich bewegen sich auch die Charaktere langsamer. Ist halt einfach nur zum Nachdenken. Ist nicht so, dass die dann langsamer laufen und die Charaktere dann ganz normal schießen hier. 191 Zombies noch. Also 200 waren es insgesamt. Scheiße, ich muss ihn doch. Oh fuck, 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 fuck! Okay, ich habe alles aufgebraucht. Ich habe alles aufgebraucht. Nein! Ich mach hier nochmal zu. Granaten. Zumachen. Der muss sofort weg, ey. Dieses Dreckvieh. Wie ich ihn hasse. Wie ich ihn hasse. Ich hasse ihn. Schießt ihr den auch nochmal weg heute, oder? Ich glaube, man kann nur ein einziges Mal diesen Charakter heilen. Oh, scheiße. Nee, jetzt doch kann ich ihn heilen. Er muss... Der braucht tatsächlich... Ich sehe... Jetzt habe ich es verstanden. Der muss einen gewissen Schaden erlitten haben. So, Granaten aufbrauchen und Granaten einkaufen. Mehr Granaten, mehr Granaten, mehr Granaten! Immer noch 135 Zombies. Mein Gott, das sind ganz schön viele. Ich hoffe, wir sehen die Kiste, weil ich weiß nicht, wie viel hier noch von Nulpen sind. Hey, noch. Etwas über 100 Zombies. Diese blöden Vögel, die können sich ja schlecht auch noch drauf konzentrieren jetzt, auf diese verdammten Vögel. Ah, ich kann doch noch mal heilen. Gott, ist ja Feuer. Der kann noch nicht. Oder den kann ich noch nicht, weil er noch nicht schwer genug verletzt ist. Granaten. Das ist ein Gemetzel hier. Okay. Eigentlich schon lächerlich übertrieben, aber das macht natürlich auch Laune. Ich meine, auf Dauer wird es bestimmt langweilig. Ich glaube, wenn man das 2 Stunden zockt, könnte ich mir vorstellen. Ist ein bisschen eintönig. Pff, 75 noch. Mein Gott. Mein Scheiß. Wir sind gleich runter auf 70 und 60. Supply Crate. So, Versorgungskiste hier. Oh. Hier mal gucken, was hier um mich herum passiert. Aber der Vorteil ist, hier bin ich ja geschützt. Hier vorne halt nur nicht. Oh shit. Oh shit! Kiste. Oh
Okay, 39, 38. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Ist natürlich schwierig, wenn wirklich von allen Seiten welche kommen und du nur drei Leute hast hier. Und offensichtlich werden das auch nicht mehr. Ich habe ja nun schon hier verschiedene Karten gespielt. Und es sind einfach nicht mehr geworden. So, nur noch 10. Das mache ich mal ein bisschen schneller hier. Das sieht witzig aus. Deswegen kam nicht noch ein Boss. Und nur 5 Zombies. 3, 2. Und irgendwo gammelt noch einer rum. Da kommt er. Puh. Echt eine ganze Menge. Ah, ich hab's geschafft. So, gucken wir mal, wie das Ergebnis ist. End the mission. Was nur 2880 verdient. Das ist weniger als bei den Anfangsdingern. So, den Typen mit der Shotgun hatte ich mir. Ne, den habe ich noch gar nicht. Hier ein Tesla-Soldat. Ich würde zu gerne wissen, was das ist. Sehr stark, bekämpft mehrere Ziele auf einmal. Zwingt Crawler zum Aufstehen. Sehr effektiv gegen Gruppen von Zombies. Da der Stromstoß weite Ziele überspringt. Den aktiviere ich mir, den Bruder. Hab ich richtig Bock drauf. Man kann diese ganzen Soldaten hier natürlich auch noch verstärken, das ist klar, ne? Guck mal, der hat auch noch Granaten, hier gibt es auch Dynamit dazu. Okay, ich habe nur noch 8000. Ich kann den Infanteristen verbessern zum Scharfschützen oder Granatwerfer, das wäre natürlich auch krass. Granatwerfer? Oder Flammenwerfer? Flammenwerfer wäre natürlich endgeil. Dieser Flammenturm nutzt Benzin, um Flammenturm. Oder plus 3 Molotow-Cocktails, sage ich also 6. Okay, ich sehe schon. Heilungskosten. Ah, Regeneration. Ach, guck mal, was man hier aus. Man kann die Ränge erhöhen. Ergo, mehr Schaden. Klar. Das heißt, er müsste dann Rang 3 haben, weil ich er zweimal befördern kann und dann den Kreis auch noch fördern. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Hier. Okay. Habe ich jetzt auch gemacht. So, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Wir spielen noch eine Runde. Oh Gott, da will ich nicht rein. Ich will nicht in diese Dinger rein. Ich muss jetzt also hier weitermachen. Normal, Zombie-Wellen 10 bis 520, Walker-Crawler. Ja, gut, das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Okay, wir fangen an hier. Oh Gott, das macht mich... Das wird mir übel, wenn die... Wieso bewegt sich das da alles? Eine grüne Zone auswählen. Ich will einen Tesla-Soldaten da drin haben, ganz im Ernst. Ich muss erstmal den Vogel nehmen. Das muss ich jetzt alles selber alleine machen. Tesla-Soldat wäre geil. Oder wird einem schlecht? Warum bewegt sich das? Das soll fließendes Wasser darstellen, aber da wird einem übel. Okay, am Anfang sind es ja nur 9 Zombies. Ich versuche mir mal nicht auf dieses Wasser zu konzentrieren. Ey, der wird mich echt schlecht. Also wirklich. So, die kriegt er natürlich ganz locker so fertig. Puff. Ein Bonus von 100, das ist nicht viel. Kann ich noch einen zweiten aufstellen jetzt? Ich will einen Tesla... jetzt mal ehrlich, ich will Tesla-Soldaten. Ich will nichts anderes haben. Okay, ja, da 15 Zombies.
Den würde er wohl hinkriegen. Aber ich werde ihn einmal befördern, um seinen Schaden zu erhöhen. Okay, die Crawler halten ein bisschen mehr aus. Ich muss mit ihm hier rüber. Guck mal, viele von diesen Viechern! Ja, scheiße! Ah, jetzt sind sie ja weg. Diese Mother Trucker. Bin wieder hoch hier. So, also ich habe Minimum 500 jetzt. Supply crate available. Ich will keinen Infanteristen da haben, ganz im Ernst. Also dann warte ich lieber noch auf ein Tourette könnte ich hinstellen. Aber man sieht schon das Tourette. Was soll ich damit, echt? Was soll ich damit? Ganz im Ernst? Der muss also durch. Ich versuche das mal so hinzukriegen jetzt hier. Seht ihr nur noch 10. So können wir jetzt noch einen hier hinmopeln. Ja! So, und danach versuche ich so durchzukommen. Ach ne, die fünfte Welle ist ja auch ein bisschen schwer. Ich will diesen Cäsar-Soldaten haben. Ich muss sehen, wie das ist. Schade, dass man den nicht wieder entlassen kann. Wieso habe ich immer nur 3? Ist auch scheiße. Roger. War mir schon klar, dass die Welle geschafft wird. Ich glaube, wir lassen ihn da stehen. Obwohl, ich könnte natürlich mit dem hier auch hier rüber. Nee, der macht das schon ganz gut eigentlich. Ich glaube, ich gehe mit dem hier runter. Obwohl, da will ich eigentlich dann später in den Tesla-Soldaten haben. Nein. Sind ja nur noch 7. Das schaffen wir. Einfach zumachen hier und gut ist. Tesla-Soldat, wie sieht's aus? Das wäre zu geil. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, auch nicht, wo ist denn die Kohle? Wo sehe ich denn, wie viel Geld ich habe? Ich gebe jetzt nichts aus, bis ich diese scheiß Tesla-Soldaten habe. Jetzt haben wir schon 41 zum. Hallo! Hier mal ich auch nochmal zu. Ja, richtig zu ist das nicht, aber. Das ist schon besser als vorher. So, dann der Typ hat ja noch eine Dynamitstange. Ich würde sagen, wir lassen ihn mal fliegen hier. Dann gehe ich hier mit dem Tesla-Soldaten. Ach, ist schon durch. Okay. Tesla-Soldaten. Yeah! Endlich. Ich glaube, der geht richtig ab. Ich denke mal, ich kann mit dem hier runter. Der soll mal hier runter. Komm runter. Mr. Tesla Soldier. Shit. Ich sehe gerade die Reichweite von diesem Tesla-Teil gar nicht so hoch. Guck mal wieder hoch hier. Ich glaube, die Zone zu erhöhen ist eigentlich besser, wenn man nicht so viel Kohle hat.